liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Winterwandern ist ja völlig angesagt. Durch den Schneestapfen, der dann unter den Stiefeln knirscht, gerade schön ist. Allerdings braucht man dazu auch die richtige Ausrüstung. Und von Jack Wolfskin gibt es den Terra Venture Texapore, ein ganz außergewöhnlicher Wanderschuh. Was an dem Schuh so toll ist, das erkläre ich euch jetzt gleich mal im Detail. Ja, was ist das Besondere an dem Jack Wolfskin Terra Venture? Also, schauen wir uns mal die Sohle an. Hier haben wir von Vibram die EcoFair, die EcoStep Sohle. 100% recyceltem Material ist die hergestellt. Dann sieht man es auch schon, Texapore ist innen drin. Das ist die Membrane von Jack Wolfskin. Die ist wasserdicht und ziemlich gut atmungsaktiv. Das ganze Obermaterial ist aus 100% recycelten Materialien verwendet, hergestellt. Das ist auch schon mal wirklich was sehr Besonderes. Ich habe hier die mittelhohe Version mit einem richtig guten Schaft. Dann haben wir eine EVA-Sohle, für die auch Kork mit verwendet worden ist und die richtig gut dämpft bei jedem Schritt. Das Paar wiegt bei Größe 4 655 Gramm. Also auch sehr moderates Gewicht. Und das Ganze hier ist 100% PFC-frei. Der Jack Wolfskin Terra Venture. Ja, genug geredet. Jetzt schauen wir mal, wie gut das er im Gelände im Winter ist. Ja, der Jack Wolfskin Terra Venture überzeugt mit seiner wirklich sehr griffigen Vibram EcoStep Sohle. Rauf wie runter ist er mit dem auf jeden Fall gut unterwegs. Ideal auch für Winterabenteuer, sei es jetzt Schlittenfahren oder eben eine längere Winterwanderung. Der Terra Venture ist also seitenstabil, drückt nicht, ist sehr angenehm, hat einen hohen Gehkomfort, alles was man von einem guten Wanderschuh erwartet. Ja, meine Lieben, der Terra Venture von Jack Wolfskin ist ein Allrounder, ein richtig guter Wanderschuh für Winter wie Sommer wie Frühjahr. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Vor allem, was er auch so sympathisch macht, dass er sehr ökologisch, sehr nachhaltig und wirklich nachhaltig hergestellt worden ist. Deswegen bekommt er von 6 möglichen Kompassen 6, denen ich die Höchstpunktzahl. Wirklich gelungen, sehr komfortabel beim Gehen. Mit dem ist wirklich gut unterwegs zu sein. Ja, meine lieben Kinderoutdoorer, weitere tolle Ideen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Und wie ihr seht, wir sind wirklich draußen unterwegs. Macht's gut, Pfiat'ing, Servus, euer Uli.